Es schwätzt Bundeskanzlerin Angela Merkel. Jetzt guten Abend, meine sehr verehrten Mitbürgerinnen und Mitbürger. Es hat sich jetzt ja schon richtig eingebürgert, dass man mich fragt, was bestimmte Wörter heißen. Ich mache das auch wirklich gern. Es ehrt mich sogar, dass Sie mich fragen, dass ich das für Sie tue. Heute erkläre ich mal, was eigentlich Hennedäberle sind. Natürlich liegt man nicht so falsch, wenn man davon ausgeht, dass das die Däberle von einer Hen sind. Aber das gilt natürlich auch für einen Gockel. Aber richtig verstanden tut man es, wenn man ein Beispiel erklärt, wo man Hennedäberle brauchen kann. Zum Beispiel beim Fußballen. Wenn zwei ihre Mannschaften zusammenstellen, denn dann laufen beide zuerst einmal los und mit Hennedäberle aufeinander zu. Da muss man noch so laufen, dass immer euer Füßle genau vors andere nachgesetzt wird. Und wenn auch beide beieinander ankommen, dann hat der gewonnen, der keinen Fußmeter zwischenbringt. Und der darf anfangen, die Mannschaft aussuchen. Und ich finde ja, man kennt den Sieger bei Deutschland sucht den Superstar am Schluss auch so raussuchen. Es schwätzte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Hennedäberle, kennen Sie das? Nein, habe ich noch nie gehört. Hennedäberle, Nein, das habe ich jetzt noch nie gehört, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es jetzt auch nicht verstanden. Was? Ja gut, aber das ist doch jetzt groß dahinter auf der Videoleinwand übertragen worden. Ja gut, ja das stimmt schon, aber Hennedäberle, das ist jetzt also ein dermaßen komisches Wort, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Also das ist... Gut, also Jana, ich möchte mich dennoch bei Ihnen bedanken. Ich würde Ihnen dann einfach vorschlagen, ich schicke Ihnen vielleicht einfach eine Videokassette zu Ihnen heim, dann können Sie es da nochmal in Ruhe auswendig lernen. Jürgen! Kannst du das gerade bitte nochmal sagen? Sauerei! Mit Zuckerguss. Danke!